Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter Try. Ja, ich bin zurück aus dem Urlaub und möchte erstmal sagen, frohes neues Jahr. Ich war also über Weihnachten und Silvester war ich verreist. Ich war auf Teneriffa und habe mir auch viele neue gute Vorsätze gemacht. Ob ich die allein halten werde, ist jetzt die andere Frage. Aber für YouTube wollte ich mir jetzt eigentlich, weiß nicht, so ein bisschen, ich wollte mir vornehmen, dass ich ein bisschen mehr Motivation in meine Stimme lege. Ich habe jetzt auch wieder mehr Motivation am Ende der letzten, also am Anfang der letzten Aufnahme war ich ja sehr demotiviert, aber das war, lag ja daran, dass ich die Aufnahme vorher verschissen hatte und deswegen ein bisschen angenervt war. Aber naja. Das soll jetzt nicht zur Sache tun. Wir spielen weiter. Ich will mit dem komischen Fritzen reden. Komischen, wie heißt der noch? Dem Viverianer-Typen. Erstmal wieder einfinden. Bevor wir hier loslegen. Ich kann das Eisenschwert verbessern. Das will ich aber irgendwie nicht machen. So, Eiskristall. Kann ich alles noch nicht machen. Okay, wir machen noch. Wir lassen es erstmal so, wie es ist. Wir lassen es so, wie es ist. Und machen einfach mal weiter. Hi, Gildenliebchen. Wir haben nur noch eine Quest zur Verfügung. Die Innereien zum Abend. Besorge 3 Monsterinnereien. Alles klar. Und, ja. Es ist die letzte Quest für die Einsterne. Also, ich weiß gar nicht, ob es die letzte Quest für die Einsterne-Mission sind. Aber es wird ein, es hat einen Grund, warum ich die zuletzt genommen habe. Aber was das für ein Grund ist, das sage ich noch nicht. Das wäre ja sonst gemein. Das ist ja voll scheiße für euch. Hi. Hallo! Weißt du, ich lebe für meine Arbeit, also bin ich wieder hier, um dir noch mehr Tipps zu geben, du Glückspilz. Sobald eine Quest beginnt, hast du vor allem 3 Dinge auf deiner zu erledigen Liste. Erstens, überprüf das Quest-Zeitlimit, das ist mir bewusst. Prüf die Hauptquest, Nebenquest-Info. Habe ich auch vorhin gemacht. Wir haben nur eine Hauptquest. Nimm Objekte aus der Vorratsbox. Weiß ich auch. Wenn du diese Regeln befolgst, wirst du eine erfolgreiche Karriere als Jäger haben. Viel Glück! Alles klar, Bro. Alles klar. Alles Klärchen im Pubertchen. Deswegen nehmen wir mal hier die schicken Sachen alle raus. Ja. Was wollte ich? Jetzt habe ich irgendwie einen Faden verloren. Wenn wir die Ration schon haben, dann werde ich die mal eben zu mir nehmen. So. Wenn es Monsterinnereien kriegt man von den Epioten. Und deswegen ab in Gebiet 10. Das ist unser Querst. 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 9, die Berliner, die mir meine Sachen klauen wollen. Hier. Nein, verdammt. Egal. Wir wollen uns nicht daran aufhalten. Einfach weiter. Gehen einfach weiter. Jetzt habe ich total vergessen, ich wollte jetzt mir einen Synchronisationspunkt suchen, damit ich die Audiospur besser drauf legen kann. Deswegen mache ich das mal eben jetzt. Okay. Alles klar. Da sehen wir auch direkt die Epiote. Hallo. Verreck. Soll's verrecken, habe ich gesagt. Tot? Ja, ah, ist tot. Alles klar. Ja, geht doch. Komm. Ich muss. Eine Monster in der Reihe. 3 soll ich holen. Okay. Gibt's hier nur ein Epiot? Ist nicht dein Ernst, Schwörer? Ich weiß natürlich, warum es so ist, aber ich find's trotzdem immer noch eine Frechheit. Es ist eine derbe Frechheit. Weil wir so schön schnell abschließen können. Naja. Stimmen wir halt zu Elfen, gucken da mal. Oder war hier wirklich nichts mehr? Ne.
Wollen wir mal gucken. Warum ist hier eine Cutscene? Wenn wir die kämpfen gar nicht. Ach du Scheiße! Fuck. Das ist nicht gut. Ich glaube, das ist der Lagiakrus, von dem sie gesprochen haben. Im Dorf. Oh nein! Werter Jäger, das ist schrecklich! Diese Kreatur von dir ist der Lagiakrus, wie ich schon gesagt habe. Das Meeresmonster, das unser armes Dorf heimgesucht hat. Wenn du unbedingt Questobjekte haben willst, nur zu. Aber nimm ein Gebiet, wo kein Lagiakrus zu sehen ist. Sei nicht waghalsig, dieser Kreatur bist du jetzt nicht gewachsen. Lebe weiter und gehe auch morgen noch zur Jagd. Kommt mir der Lagiakrus nach? Ich glaube, der hat mich nicht gesehen, oder? Fuck, ey. Ist doch scheiße. So, dann sammeln wir mal hier eben die Monster rein. Jetzt sind hier wieder viele Epiots. Und ich kann nur sagen, damals, nein, jetzt fliehen die alle, verdammt. Als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mir so in die Hosen geschissen, als ich den gesehen habe. Toll, mir fehlt eins. Mir fehlt eins. Fuck, ey. Ich will mich nicht mit dem Lagiakrus anlegen. Er wird sich zwar gerne mit mir anlegen, aber nein, ich will das nicht. Fuck you! Gib mir diese... Ich habe gerade auch schon gesehen, dass es bei der Aufnahme ein bisschen gehängt hat. Das heißt, ich muss wieder einiges von der... vom Audio wegschneiden. Was mich ja wieder ganz toll freut, deswegen tut's mir leid. Oh shit, ich muss meine Waffe wegstecken. Es gibt mir fucking Monster in der Reihen. Deswegen tut's mir leid, wenn ihr manchmal nicht alles hört, was ich sage. So. Finde ich sehr schade, aber irgendwie wird das Signal nicht immer durchgeschleift komplett. Es gibt mir doch diese fucking Monster in der Reihen. Ist doch doof. Oh. Mensch, ey. Komm schon. Oh, Leute. Oh, oh. Oh, oh. Und sind da rein. Fuck, fuck, fuck. Fuck, 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 fuck. Da oben, da ist er. Nein. Ah, Hilfe. Damit ihr seht, werde ich es euch ein bisschen zeigen. Falls er denn rauskommt. Kommt er raus? Ne, scheint nicht so. Schnell weg hier. Glaubt mir. Ich will mich jetzt noch nicht mit dem Lagiakrus anlegen. Ich werde derbe drauf gehen, egal wie gut man ausweichen kann. Irgendwann trifft er einen durch einen Glitch oder durch falsch gelegte Hitboxen oder so. Und dann bin ich am Arsch. Dann wird mir mit einem Hit mindestens Hälfte abziehen. Das ist deswegen nicht so toll. Machen wir lieber, wenn wir gut ausgerüstet sind. Und das sind wir noch nicht. Bam, 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 bam. Und hier einen Jaggi schnapp ich mir mal eben. Bam. Ach, hör auf. Yagi Haut. Okay. Schnell abgeben. Ich will mich nicht mehr mit dieser Quest zufrieden geben. Wie lange sind wir denn eigentlich schon dran? Okay. Gut 8 Minuten. Knapp. Eigentlich natürlich. So, jetzt habt ihr gesehen, warum ihr
Quest, warum ich die Quest als letztes gemacht habe, denn es war so eine Art Hauptquest. Weil jetzt kommen auch neue Missionen dazu und das ist... Meh. Also ich wollte die anderen erstmal fertig haben vorher. Und ich weiß nicht, ob ich es gerade schon gesagt habe, aber als ich die Quest zum ersten Mal gemacht habe, in meinem ersten Durchlauf, und dann der Lagiakros auf einmal kam, Alter, ich hab mir so in die Hosen geschissen. Vor allem, weil ich dachte, dass ich gegen ihn kämpfen muss. Und dann... Boah, nee. Nee, nee, nee. Da hatte ich Schiss und ich hatte jetzt schon noch ein flaumiges Gefühl im Magen. Uiuiui. Nicht gut. Und meine Wii Remote hat nicht mehr viel Akku. Das ist schlecht. Muss man wieder aufladen tun. Nicht gut. Uiuiui. Was ist das? Was ist das, meine Freunde? Was ist das? Das werden wir gleich erfahren, was das ist. Hallo Dorfchef. Aha, jetzt hast du den Mistkerl endlich gesehen. Den Azurblitz. Den Fürsten der Meere. Den stinkenden Seeteufel. Ja, den Namen habe ich mir ausgedacht. Aber du hast den Lagiakros gesehen, oder? Und? Kannst du ihn erledigen? Nein. Boah, du musst nicht antworten. Ich erwarte nicht, dass du sofort losläufst und die Bestie erlegst. Ich bin schon froh, dass du heil zurück und bist. Heil zurück bist. Ich hatte nämlich vergessen, für deinen Sack Maß zu nehmen. War ein Scherz. War doch nur Spaß. Es war ein guter Tag, denn du bist wie auch die Jagdflotte wieder gesund und sicher heimgekehrt. Wir haben zwei unserer drei Boote verloren. Die kann man aber ersetzen. Leben nicht. Also, Seeleute. Vorsicht. Okay, dann reden wir mal hier mit dem Flottenkapitän. Ah, wir leben auf dem Meer und für das Meer. In unseren Adern fließt Salzwasser. Wir sind die stolze Jagdflotte. Unsere Aufgabe ist das Fischen, die Beute des Meeres ins Dorf zu bringen. Nadelthunfisch frischer als frisch. Seemonster sind unsere größten Feinde. Es ist unsere Aufgabe, alles zu vertreiben, was das Dorf gefährdet. Warte mal, du bist doch der Jäger von neulich, oder? Für eine Landratte siehst du ganz schön hart aus. Wenn die Jagdflotte wieder vollständig ist, könnten wir euch Jägern zeigen, wo der Hase läuft. Aber zwei von unseren drei Schiffen wurden vollständig zerstört, als der Lagiakros angegriffen hat. Im Moment ist nur mein Schiff seetüchtig, aber das wird uns nicht vom Fischen abhalten. Hör zu, wenn unsere drei Schiffe sich zusammentun, sind wir dreimal so gut betrieben. Stimmt's? Stimmt's? Das ist leicht auszurechnen. Drei von uns, plus einer, minus zwei, neun im Sinn. Aha, stimmt. Wie auch immer, wenn du Frische brauchst, musst du mit der Fischhändlerin da drüben reden. Wenn sie wütend wird, ist sie schlimmer als der Lagiakros. Also benimm dich und halt dich zurück. Ich weiß nicht, warum ich diese Stimme benutzt habe. Hi! Naja. Hallo. Oh Mann, ist es denn zu glauben? Wenn es nicht das eine ist, ist es was anderes. Was ist aus den ruhigen alten Zeiten geworden? Jetzt haben wir unter einem Lagi sonst was zu leiden. Zumindest konnten wir eins der Schiffe retten. Und noch wichtiger, unsere Jungs leben. Wir werden wieder fischen. Wobei mir einfällt, du gehörst jetzt ja zu uns. Interessiert es dich nicht, wie die Jagdflotte arbeitet? Eigentlich nicht, das erkläre ich euch lieber später. Oho, du glaubst, du kannst alles nebenbei lernen, was? Tja, bewundernswert. Aber du solltest wenigstens das hier nehmen. Dieses Seegerät wird auch auf unseren Schiffen verwendet. Das Seegerät kannst du im Entsenden-Menü auswählen. Ich weiß, dass du es klug einsetzen wirst. Bla 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 bla. So, Jäger, reden wir über das Geschäft. Im Moment will ich nichts entsenden. Brauche ich noch nicht. Hallo Junior. Oh, hey! Eins hatte ich ganz vergessen. Es liegt noch eine weitere Bitte vor. Der Cheffarm möchte seiner Farm eine Pilzbox hinzufügen. Er könnte sie zum Anbau von Pilzen verwenden. Das kostet ein paar Rohstoffe, aber du kannst dadurch viel mehr Pilze sammeln. Es ist ein guter Tausch. Ich habe dir eine Liste geschrieben. Ich weiß, dass du beschäftigt bist, aber versuch dir dafür Zeit zu nehmen. Alles klar, wir sollen 80 Rohstoffpunkte sammeln und wir haben schon 55. Von daher... Nice. Das ist sehr gut. So, da bist du ja. Ich bin dir sehr dankbar. Die Gilde hat mich darüber informiert, dass du dich um die Yagi-Herde gekümmert hast. Ist ja nett, dass die das ganz offiziell machen, aber mir wäre ein Besuch von der süßen Empfangsstabe lieber gewesen.
Egal, jedenfalls wollte ich dir das Bombengehäuse hier schenken, als Zeichen meiner Anerkennung. Ein Bombengehäuse allein ist so gefährlich wie eine Feline ohne Krallen, aber du kannst damit Bomben basteln. Kombiniere es für den Anfang doch mal mit einem Blitzkäfer. Klingt gut, findest du? Da hast du recht. Also gut, dann mal an die Arbeit. So, ich habe hier ja Blaupilze angesammelt. Kriegen wir direkt mal 5. Nochmal 2. 2 Würmer und 6 wieder. Deswegen ist das ganz nett. Wir haben hier Felder und Pilze anbauen. Was haben wir denn Schönes, was ich anbauen möchte? Kraut muss ich unbedingt anbauen. Ne, den Riesendung, glaube ich, werde ich nicht benutzen. Nee. Oh, dann habe ich nur noch 40 Rohstoffpunkte. Egal, ich kann ja auch ein bisschen was sammeln. Kraut ist aber wichtig. Hallo Gomez. Kranz. Nein, ich möchte nichts machen. Ich möchte in den Mogawald. Lieber in den Mogawald, Mama. Das ist sehr viel besser. Oder etwa nicht. Lädt. Lädt, immer noch. Ich möchte nicht, dass es lädt. Okay, bin fertig. Okay, okay. Bam. Oh. Okay, von dem, die bringen mir nicht so viele Rohstoffpunkte. Deswegen gehen wir einfach mal direkt weiter. Einfach mal weiter hier zu den Yaggies. Die Yaggies bringen gut Rohstoffpunkte. Also einen großen Abschluss. Vielleicht gibt er mir wieder Riesendung, wenn ich die Rohstoffe weggebe. Alter, das ist wirklich riesig. Der hält auch viel aus. Geht doch. So. Ja, darf ich? Danke. Rohes Fleisch. Rohes Fleisch. Und nochmal rohes Fleisch. Alles klar. Ich hab 10 rohes Fleisch, okay. Müsste ich ja eigentlich mal braten. Mache ich aber dann zur nächsten Folge einfach direkt. Damit wir keine Probleme haben. Obwohl, wir haben ja immer Rationen. Am Anfang reichen die Rationen auch immer, aber wenn die jetzt länger werden, dann könnte das schwierig werden. Deswegen, So, die Yaggies geben 5 Rohstoffpunkte. Das ist sehr schön. Aua. Au. Nicht nett. Bäm. So, du bist auch tot. Nein! Hör doch mal auf, ey. Ah, daneben. Schon wieder daneben. Oh, diesmal habe ich auch daneben gehauen. Nicht gut, nicht gut. Wir brauchen 40 Rohstoffpunkte, ne? Alles klar. Yaggi out. Dann musst du jetzt auch dran glauben. Gut, dass die hier immer wieder kommen. Finde ich ganz nett eigentlich. 5 Yaggies tot. Wir brauchen die Yaggi Haut. Das ist ganz gut eigentlich. Und jetzt glaube ich, will mir eine Yaggi Rüstung zusammen zulegen. Dafür brauchen wir eine Menge Zeugs. Aber auch vieles, was wir noch nicht haben können. Deswegen dauert das schon noch ein bisschen. Ich mag das eigentlich gerne, wenn ich direkt die ganze Rüstung zusammenfarmen kann, aber das wird schlecht gehen. Deswegen muss ich wohl darauf verzichten. Ich mag das einfach, wenn man direkt alles hat. Ist mir viel sympathischer. Wieder Yaggi Haut. Nee, du bist der Letzte hier. Bam, bam. So. Oh, kommen auch keine mehr. Yaggi Schuppe. Zurück zum Dorf, jawohl.
Das war's auch schon mit den Rohstoffen. Das geben wir dann eben ab und dann beende ich doch die Folge. Ich wollte ja eigentlich nicht so viel machen. Wollte ja eigentlich immer eine Quest machen, aber da die jetzt so lang, so kurz war, relativ. Habe ich das jetzt auch noch mal schnell gemacht. Das geben wir jetzt auch noch eben ab. Und dann geht's in der nächsten Folge weiter. Hey! Hallo, Junior. Ja. Ach, ich muss jetzt mal Rohstoffe. Nee. Ich hab hier... Ach so, nee, ich muss hier abgeben, klar. Ach, ich hab 82... Oh, ich hab letztes Mal nicht gemacht. Ja, das ist natürlich... Gut. Dung, wir haben Dung gekriegt und schöne Schuppen. Ich finde da alles gute Sachen. So, bitteschön. Alles klar, jetzt haben wir die Dörfler-Bitte abgegeben. Wow, stimmt das? Du wurdest vom Lagiakus angegriffen? Zeig mir mal die Zahnabdrücke. Ich fasse es nicht, dass du zurückkehren konntest. Du bist C. Monster C. Naja, Glück hat sicher auch eine Rolle gespielt. Vielleicht ist er ja immer noch da draußen, also halt die Augen offen. Davon abgesehen, ich hätte nie gedacht, dass du solche Quests so gut erfüllen würdest. Und ich kann das wirklich beurteilen. Egal, kommen wir zum Geschäft. Während du auf der Quest warst, habe ich mit der Gilde geplaudert. Rate mal, was ich für dich habe. Eine brandneue Anfrage, ein Monster zu töten. Diesmal eine Ludroth. Oder Ludroth. Was eine Ludroth ist, fragst du? In meinem umfassenden und schweren Monsterführer steht Ludroth, die... Fleischfressendes Monster, das in der Nähe von Wasser lebt, neigt zu Gewalt. Ach du meine Güte. Naja, war schön mit dir zu arbeiten. Ich meine, keine Sorge. Das ist ein Mogawaldmonster. Was wissen die schon? Du schaffst das. Wahrscheinlich. Aber du weißt schon, sei vorsichtig, besonders bei unbekannten Fallen mit scharfen Zähnen. Jetzt geh schon. Denk dran, Vorbereitung ist alles. Dringende Quest. Keine Liebe für Lodrutsche. Alles klar, aber das machen wir in der nächsten Folge. Man sieht sich da... Und ich würde sagen, haut rein, ne?